Sie sagen, Sie würden ach so unfair behandelt werden. Wir seien gemeine Menschen hier, weil wir auf die Einhaltung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bestehen. Und deshalb erkläre ich Ihnen den Sinn und den Zweck dieser Regelung. Ihre Fraktion hat mit Ansage angekündigt, dass sie ein Attentat auf die Integrität und die Arbeitsfähigkeit dieses Parlaments vorhat. Auf Papier hat Ihre Fraktion geschrieben, dass sie diesen Deutschen Bundestag mit Wahlgängen so lange fluten wolle, bis wir hier nicht mehr arbeitsfähig sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dieses Strategiepapier bekommen und fasst es zusammen, dass diese Flutung des Parlaments mit Wahlgängen dazu dienen soll, die Arbeit, ich zitiere, des Bundestages systematisch zu behindern. Und das würde, so steht es wörtlich in Ihrem Papier drin, das Ansehen des Bundestages nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Und das ist es, was Sie wollen. Das ist es, was Sie wollen. Und dass wir in Ansehung dieses Attentats mit Ankündigung auf die rechtlichen Regelungen der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bestehen, das hat mit Recht und Ordnung und mit Demokratie und mit Anstand zu tun. Und da lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Ihnen geht es weder um Demokratie, Ihnen geht es ja nicht mal um Ihren Kandidaten als Vizepräsident. Ihnen geht es nur um eins, und das hat Herr Baumann hier gezeigt. Sie wollen hier eine Apfelsinenkiste aufstellen, mit der Sie Wahlkampfparolen verkünden können. Aber dafür ist die Geschäftsordnungsdebatte des Deutschen Bundestages nicht da. Und auch da haben Sie gezeigt, dass Sie gar nicht wissen, worum es hier geht. Und deshalb lehnen wir Ihr Attentat mit Ansage ab. Herzlichen Dank.